Hallo und willkommen zurück zu der zu Under Rail, zu der jetzt doch eher frustrierenden Gauntlet Herausforderung. Mistviecher. Ich könnte das mit Caltrops machen. Aber die kann ich. Kann ich die werfen, wenn ich im Stealth bin? Ne, dadurch wird man sichtbar. Okay, dann müssen wir das mit der Mine machen. Ach komm. Jetzt stehen da sogar zwei. Jetzt will da niemand drauf treten. Die Viecher sind wieder nach rechts gelaufen. Na super. Ja, es funktioniert nicht. Naja, es hat zumindest jetzt hier nicht funktioniert. Ich kann auch versuchen, oben an die Tonnen was zu machen. Vielleicht kommt er hier rein durch Zufall. Es steht aber halt noch ein Dicker. Also nicht nur der vor der Tür, sondern der da. Ich komme nicht weit genug, um den Sprengstoff da vernünftig anzubringen. Ich kann natürlich auch einfach mal Sprengstoff direkt vor der Tür legen. Einfach hoffen, dass das was wegsprengt, was funktioniert. Dahin. Vielleicht kann ich dann sogar hier rüberlaufen. Sehr gut.
Speichere ich mal separat ab. Bams. Ich muss jetzt so lang wie möglich noch hier bleiben, um nicht in die Sicht von dem anderen reinzulaufen. Sauber. Kann natürlich auch sein, dass mir gleich der Sprengstoff ausgeht. Das funktioniert nicht. Eventuell nach Süden. Das sieht danach aus, als wenn... Na gut, das kann man eigentlich schwer beurteilen, ob hier nicht auch noch Dinger hängen. Probieren wir das mal. Da war ich auf der anderen Seite der Tür. Ergo nicht so gut. Hau ab, Mann. Shit, er hätte jetzt noch 2 Sekunden hätten da gefehlt. Aber das Problem ist, dass man ja quasi auf Glück rauslaufen muss, sonst funktioniert es nicht. Ja, super, laden. Das hier ist jedenfalls kein großer Spaß. Da weiß ich nicht, ob das die Steine da überhaupt komplett wegsprengt. Ah,
Hab ich mich verklickt, aber hätte auch nicht gereicht. Aber eventuell mit zwei Sprengungen. Mistvieh. Ne, laden. Lululu. Ja. Ah, das ist so frustrierend, da jedes Mal, also ich meine, das gegen das Laden habe ich ja noch nicht mal was, aber jedes Mal diese Minute abzuwarten, bis die alle Aktionen durchgeführt haben, das muss doch nicht sein. Kann man eigentlich glatt nach unten durchlaufen, so wie das da gerade aussah? Muss natürlich die Tür für aufmachen. Wer hatte mich denn da gesehen? Aber eventuell töten die mich jetzt nicht und dann kann ich da mal hingucken, ob ich da überhaupt hin muss. Ist auch die andere Frage. Dass ich da oben hin muss. Wenn sie mich am Leben lassen zumindest. Das wird mit dem Nachgucken etwas kompliziert. Jo. Naja, dann haben wir es zumindest fast. Sehr gut. Dann würde ich auf jeden Fall auch mit dem Sprengstoff hinkommen. Also da könnte man schon noch gut was mehr in die Luft jagen. Time to move on to the next room. Ernsthaft? Aber da hätte ich halt jetzt noch Schaden genommen. Wahrscheinlich ziemlich bösen. Mal gucken. Ja, müssen wir anders machen.
Ja. Okay. Vier ist das, glaube ich. Will our runner survive the Rataclysm? Let's find out. Was ist das? Taurin. Alpha. Ja, das werden wir auf jeden Fall überleben. Ein Hacking Device. Oh, habe ich auch. Aber ich habe keine Batterien, um das aufzuladen. Ja, es kommt vom Timing nicht hin. Ja. Also einmal TNT kann ich hinlegen. Aber mehr geht leider nicht. Ach Gott. Ich habe auch nur noch eine Mine. Was funktionieren könnte, wäre, wenn man hier oben zwei hinlegt, die etwas näher beieinander sind. Also eins da, dann eins da. Oh. Dazed. Und kaputt. Das war dann doch verhältnismäßig einfach, falls da nicht noch mehr kommen.
sind noch mehr. Die kriege ich aber auch mit dem Sprengstoff kaputt. Doch da. So viele Punkte habe ich nicht, das funktioniert nicht. Die Idee an sich ist nicht schlecht, würde ich sagen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das ausführen soll. Hat zumindest schön getroffen. Das sind zwei Alphas. Das Problem ist, dass der den auch nur für eine Runde aushebt. Da kann ich besser zweimal schießen. Gleich muss ich mit dem Sprint vorbei. Gehen wir mal dahin. Na, der müsste eigentlich schon sehr, sehr schnell weg. Bei dem es hält nicht mal. Das ist jetzt diese Runde. Läuft das aus? Dann habe ich den an der Backe. Hau, 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 hau. Aber diese Runde ist es noch aktiv. Also schieße ich da noch einmal. Sehr gut. So. Dazed, sehr gut. Sauber. Crossbow, Pistol, Pistol, Green. Hä?
You found this key inside the core city gauntlet. It has green tag attached to it. Ja, und jetzt? Ah. Soll man die wohl alle durchsuchen? Those Redhorns will not be feasting on this runner's flesh. On to the next room. So langsam habe ich aber mein Arsenal ausgespielt. Take it right to the next challenge. Almost there, Runner. Gotta move fast. Der ist gedazed. Oh, sehr gut. Hing der irgendwie fest. Der hatte auch wieder einen Key mit. Unlocked. Ach, da hätte ich den Raum wahrscheinlich ganz umgehen können. Oder ich kann... Na, jetzt hatte ich danach gespeichert. Für den einen. Na gut. Ah, da hätte ich den einen Dingsbolzen nutzen sollen. Oder sind die beiden ohne Key quasi machbar? Na. Ich hab's wieder verkackt, diesen Skill zu benutzen, aber jetzt habe ich auch nicht ordentlich getroffen. Sauber. Schuss 2 hier drauf. Gut. Acid Bolt hinterher. Sauber.
Schätze kommt noch dran. Die werde ich leider nicht abhängen können. Nicht gedazed. Die Fähigkeit. Sauber. Den kann ich da nicht treffen. Der hat das Ding noch drauf. Das heißt, der wird diese Runde auch nicht angreifen können. Dann lassen wir den ein bisschen ran. Und Borrower. Habe ich aber jetzt bei den Ziffern dann auch, glaube ich, nicht gespeichert. Aber die sind natürlich jetzt auch nochmal pain in the ass. Ohne Granaten oder so. Incendiary eventuell. Ach, verdammt. Das sind mindestens drei von den großen. Wie soll ich die denn töten? Eventuell mit Dynamit reinlegen. Jetzt muss ich die Siphon dann nochmal töten. Okay, die sind alle maximal weit weg. Diese Fähigkeit wieder vergessen. Hä? Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Da ist irgendwas hingefallen. Dann mache ich nochmal. Lade ich nochmal, mach ganz kurz einen Schnitt. So. Das ist auch schon wieder ungünstig. Na, also da muss ich auf jeden Fall sehr schnell die ausschalten. Beim nächsten Mal noch schneller. Reicht nicht.
Das ist natürlich jetzt schlecht, aber vielleicht funktioniert es trotzdem. Nö. Gut. Dann einen Schuss noch. Wieso? Da muss ich wahrscheinlich einen Moment warten, weil sonst die Tür als Aktion mitzählt. Ach so, nee, ich habe ja diese Schuhe nicht, deshalb. Normalerweise hätte ich halt hier noch wesentlich mehr Movement, weil die Schuhe mir halt immer noch einen Movement-Bonus gegeben haben und meine Rüstung. Und das habe ich aber jetzt hier nicht. So. Feuer. Ach Gott, da muss man doch treffen. Feuer. Nicht getötet. Getötet. Aber der ist auch nicht geroutet. Na, hätte ich einmal ausprobieren müssen, vielleicht hätte er mich auch nicht getroffen. Wieso ist die Trefferchance so niedrig? Und danach noch die Burrower. Kriege ich jetzt schon das Kotzen. Wieder nicht geklappt. Und diesmal hatte ich auch nur eine Aktion. Das ist falsch. Sauber, Nummer 1. Ambush, bam, daneben, 95%. Glückwunsch. Nummer 1. Nummer 2. Sehr gut. Und dann nehmen wir Acid. Gut. Einer wird angreifen können. Ne, wird er nicht, weil der Daze zuerst gelaufen ist. Okay.
Nix. Speichern. Jetzt kommen die Borrower. Das wird jetzt das echte Problem werden. Oh. Die kann ich umgehen. Weil ich diesen einen Schlüssel noch hatte anscheinend. Okay. Die muss ich mit TNT in die Luft jagen, sonst sehe ich da keine Möglichkeit. Bin ich natürlich viel zu nah dran gewesen. Vielleicht. Not enough Action Points, aber wahrscheinlich müsste ich auch erst einen Schlüssel von denen haben. Das Problem ist jetzt beim Laden, kann ich nicht direkt stealthen. Könnte aber funktionieren, wenn ich das direkt anklicke. Zu langsam gewesen. Hm. Das heißt, ich muss hier in diesem ganzen Ding schneller sein. Geht das denn überhaupt? Muss ja. Aber bei den Robotern, die dauern ja Ewigkeiten. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie das funktionieren soll. Ach Mist. Ich warte jetzt mal. Thank you.
Vielleicht kann man aber in den anderen Ebenen quasi alles töten. Na, jetzt habe ich das Falsche geladen. Ich probiere das von hier aus nochmal aus. Moment, da können wir auch gerade noch. Naja, das eine, das muss ich behalten, dieses Ancient Leder. So. Und dann gehen wir wieder nach oben. Blub. Ja, nach oben. Ich kann keinen zweiten Schuss abgeben gerade. Selber gestunt. Super. Autosave. Da muss ich einen Ticken warten, damit ich zwei Schüsse abgeben kann. Kostet halt auch jedes Mal Zeit, auf diesen Stealth-Dings zu warten. Ja, das kann ich wieder laden. Wenn es hier auf Zeit geht, das ist echt ein bisschen hart. Nummer 2. Nummer 3. Gut. Jetzt kommen die Siphoner wieder. Muss ich aber dann auch wieder genauso gut kämpfen. Ich guck mal, ob da jemand vorbeiläuft.
Oder ob die schon quasi vorbei sind. Ah, da kommen sie. Also, zu dem Moment habe ich noch Vorsprung. Die Fähigkeit hat nicht funktioniert, habe ich ein paar Mal drauf gedrückt. Wahrscheinlich noch auf Cool. Ja, wenn es auf Cooldown war, kann eigentlich nicht. Na doch. So. Nummer 1. Das hier ist ein Autocrit. Dann hätten wir noch den hier. Gedazed. Gut. Den brauche ich gerade zu lange. Ja. Plasma Sentry, Plasma Sentry. Noch bin ich im Stealth, kann zweimal angreifen, könnte mich danach aber nicht mehr bewegen. Nochmal einen Schuss da drauf. Doch, könnte mich danach noch bewegen. Mal den da drauf. Ich glaube, das TNT, das braucht allein zu lange, bis das explodiert.
Ich guck mal gerade, ob die da schon vorbeilaufen jetzt. Aber die sind doch vorher gar nicht an mir vorbeigekommen oder shortcutten die tatsächlich zwei Wege, zwei Kämpfe. Ich sehe halt nicht, wie ich da so schnell vorbeikommen soll. Allein die hier brauchen mehrere Runden. Ich könnte natürlich versuchen, denjenigen, das habe ich zu früh gemacht, da kann ich wieder laden, denjenigen, der den Schlüssel hat, sofort umzubringen und dann weiterzulaufen. Das habe ich Sekunden verschwendet. So. Ja. Ja. Das war schon zu wenig eigentlich. Okay, der hat immerhin getroffen. Das trifft die anderen nicht. Dafür stehen die zu weit auseinander. Sauber getroffen. Laden. Gucken, ob ich das überlebe. Ah. Ja, damit kann ich das nicht überleben.
Na? Ne. Der hat es nicht. Dann muss es anscheinend der andere sein. Oh, das ist einer der Kleinen. Das kann natürlich auch sein. Die sind noch schneller tot. Dann probiere ich das zuerst aus. Weil es schneller geht. Ne, der hat keinen Schlüssel. Der hat zwar eine Registrierungsplatte, aber auch keinen Schlüssel. Naja, kann ich laden, habe ich zu lange gebraucht. Prozent. Gut getroffen. Schieß. Aber das wird wohl... Ja, dass ich das hier überlebe, wäre sowieso schon ein Wunder. Eben haben sie halt super oft daneben geschossen. Bin ich gestunt und komme da auch nicht mehr raus. Laden. Ich habe aber auch sonst nichts mehr, was ich da verwenden könnte. Eine EMP-Granate wäre beispielsweise super. Der hat schön gesessen. Sauber. Das sieht sehr gut aus. Dann könnte ich den jetzt sogar ausschalten. Die werden mich natürlich jetzt trotzdem stunnen.
wacht der andere jetzt auch wieder auf. Und der andere schießt mich jetzt auch an und holt mich wieder raus. Shit. Vielleicht sollte ich einen von den Kleinen noch kaputt schießen, statt den Großen. Das ist zu wenig. Kann ich direkt wieder laden. Wobei, ich muss darum erstmal gucken, ob der überhaupt den Schlüssel hat. Schön getroffen. Ach, hätte ich natürlich jetzt. Oh, egal. Resists. Da holt mich der aber jetzt raus. Dann kann ich zumindest gucken, ob der Key da ist. Jawohl. Nicht genügend Aktion. Vielleicht. Kann ich das überleben? Ich hätte die andere Spritze natürlich nehmen sollen. Sehr gut. Aha. Shit! Hätte die nicht daneben gehen können? Ist eigentlich schon wieder zu schlecht. Habe ich hier sonst noch irgendwas, was ich zu mir nehmen könnte? Ja, ein Adrenalin-Shot. Action Points bei 20, Dodge Innovation. Na, damit hätte das eben funktioniert. Könnte ich ja auch hier jetzt nehmen. Aber ich glaube, das reicht nicht, um das zu looten, oder? Ja. Damit kann man halt zwei Felder weiter laufen. Oder so. Gut. Ja.
Sehr gut. Ah, gestunt, das ist nicht gut. Die werden mich jetzt wohl erschießen. Genau zum falschen Moment. Nochmal bewusstlos gemacht. Ja, dann mache ich hier auch mal einen Schnitt. Ich glaube, das ist sowieso jetzt schon viel länger, als ich eigentlich das wollte. Aber ja, dann machen wir beim nächsten Versuch weiter. Bis dann!